Karten für Helene Fischer gibt's bei Eventim. Oder Rock am Ring. Eventim verkauft die Karten und ist sogar Veranstalter. Und Köln, Lanxess Arena. Tickets klar bei Eventim. Und betrieben wird die Halle von einer Eventim-Tochter. Eventim ist eine Macht auf dem Markt. Hat dafür gesorgt, dass bei Tickets alle an diesen einen Namen denken. Es gibt natürlich die Großen, so Eventim und sowas. So Eventim ist ja schon so eine Möglichkeit, die als erstes einfällt. Eventim oder AD-Ticket. Und diese Macht, die scheint Eventim kräftig auszunutzen. Nur ein Beispiel. Konzert von Sänger Jack Johnson. Eine Karte für seine Show, 50 Euro plus Gebühren. Und auf Eventim, da gibt's das Ticket dann für 61,25 Euro. An Eventim gehen also 11,25 Euro pro Ticket. Katastrophe. Ich frage mich, was ist denn die Position von Eventim in den Ganzen? Was machen die? Die vermitteln? Wahrscheinlich haben die relativ ein Monopol da. Teilweise ist es ja auch sehr, sehr undurchsichtig, wofür überall diese Gebühren dann aufgeschlagen werden. Und wenn Fans gekaufte Tickets auf einer Eventim-eigenen Plattform weiterverkaufen wollen, dann hagelt's einfach nochmal eine Gebühr. In diesem Fall 30 Euro. Die Preise seien vollständig transparent, schreibt das Unternehmen auf WDR-Nachfrage. Eventim kann diese Preise aufrufen auch, weil sie sich munter sogar ins Künstlerbooking einkaufen. Auch diese Schlagkraft macht Hallenbetreiber wie Mickey Pick den Laden voll. Super, sagt er. Aber auch er spürt, wie groß diese Macht mittlerweile wird. Wo ich, sage ich mal, manchmal nachdenklich bin, ist, wenn es eines Tages auch so weit sein würde, dass diese großen Players auch die Clubs aufkaufen. Also nicht nur Lanxess Arena und solche, sondern auch die kleineren Sachen, wo sie dann alles in eigener Hand hätten. Was wäre dann? Dann ist ein komplettes Monopol. Zuletzt, da beschäftigte Eventim sogar das Bundeskartellamt. Wie weit darf ein Unternehmen den Markt beherrschen? Das ist auf jeden Fall eine bedenkliche marktbeherrschende Stellung, die Eventim sich hier aufgebaut hat. Darunter leiden letztendlich zum einen wohl die Künstler, aber auch diejenigen, die Musik oder andere Events genießen, also die Konzertbesucher, die letztendlich dann zu hohe Gebühren zahlen müssen. Also von daher wäre mehr Wettbewerb dringend notwendig. 2022 erst, da hat Eventim ein Rekordjahr gefeiert. Zahlen müssen es die Kunden.